Einen wunderschönen guten Morgen und jetzt hoffen wir mal, dass es jetzt geklappt hat und er umgesprungen ist. Denn ich habe jetzt die letzten 20 Minuten versucht, YouTube davon zu überzeugen, dass es unheimlich wichtig für den Stream ist, dass er mir auch den Chat zeigt. Daher gab es mal wieder 6 Minuten schon wieder Verzögerung. Tja, darauf gibt es doch erstmal einen leckeren Kaffee für euch. Ich habe nämlich im Chat gelesen, dass bei jemandem von euch die Heizung ausgefallen ist. Ich hoffe, dass der warme Kaffee hilft und dass ihr den Tag überlebt. Jetzt gehen wir den Chat mal runter und ich gucke mal. Ja, zum Glück sind alle dabei, die ich vorhin schon gelesen habe. Also Sekunde. Somit herzlich willkommen, lieber Axel Müller. Der war heute Morgen mal wieder der Erste, den ich zumindest im Chat lesen kann. Dann haben wir den Selvin Kalevra, bei dem nämlich die Heizung ausgefallen ist und der sich schon auf den warmen Kaffee um 10:36 36 freut. Jürgen Hoffmann haben wir dabei, Otto Leierer, die Stefanie Basler, Servus Stefanie, Olaf Boos, Andreas Basler, der Thomas Havlik und genau richtig, er wünscht euch genauso wie ich einen wunderschönen ersten Advent. Es ist schon wieder soweit, wir sind in der besinnlichen Jahreszeit. Jürgen Kosup, der Ralf Machulla, Hema Schmitz, der Thorsten von Soundless Driving ist dabei, Christian Bergmann, Andy P., Helmut, der Raimund Stapelfeld, moin. Yogi ist dabei, FS. Servus. Gussa, Siegfried Hümer wahrscheinlich, oder Huema. Patrick Brauer aus der Schweiz, Oster. E-Mobilitätsberater aus Berlin, D-Mark 2002. Suntrack Track, Wolfgang W., der Live Ericsson. CJ, raus rein. Dann haben wir unseren Kollegen, ist ja schon wieder aus Lima dazugeschaltet. Tatsächlich, der ist immer noch in Lima und genießt da wahrscheinlich das wesentlich bessere Wetter. Unser Soul Electric Fan. Dann haben wir den Electric Santa, Hans Henning, Smart Andy, Thorsten Wagner, Moritz Lichtenstern, Detlef K., Ernst J., Simon, Servus Simon. Und vielen Dank für die Grüße an die Community. Heiner Petra, ich weiß nicht, vielleicht hatte ich die schon, aber das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir Jürgen Hoffmann, Höhlenfranz habe ich gesehen, da ist es wieder gesprungen, Janni Gerke, Gerhard Rathermann, Mainstar, Peter, Wehrmarx, Franz Josef Kerkhoff und dann sollte ich sie jetzt hoffentlich alle haben und niemanden vergessen haben. Ich muss noch mal ganz kurz hier so, ne, dieses Ding da habe ich noch nicht geöffnet gehabt, natürlich ist das jetzt hier wieder nicht drinne. Ja, das kriegen wir aber alles hin. Ne? Live-Sendung, das läuft. Wie läuft so bei euch? Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und dann kann es nämlich auch gleich losgehen mit den News. Das schneiden wir natürlich alles raus, beziehungsweise denkt daran, unten sind so Kapitelmarken, dass ihr springen könnt. Was ich auch gemacht habe, ich habe ein bisschen den Zoom eingestellt. Es hatte jemand gefragt, ob ich das Bild etwas größer machen kann, dass man den Text auch besser lesen kann. Das wäre natürlich klasse, wenn ihr das auch sehen könnt. Da rauscht der Kurt Hafner noch mit rein, den nehmen wir doch noch mit und begrüßen ihn und dann soll es auch losgehen. Ja, es gab diese Woche mehrere News zu LG Chem und zu Tesla. Zum einen habt ihr vielleicht das Video vom Ofe schon gesehen, der in Hamburg, Hannover, wo auch immer, ein der ersten Teslas Model 3 mit der 82 Kilowattstunden Batterie, die er sich angeguckt hat, das ausgelesen hat und dabei festgestellt, dass die Werte eigentlich sehr dicht an denen der Werte der Vor-Refresh-Modelle waren oder Non-China-Produktionsmodelle waren. Und daher dann auch die Vermutung von Ofe, dass es sich da eben um die LG Chem Zellen handelt. Und dazu muss man jetzt Folgendes wissen. Wir haben ja die letzten Tage davon gesprochen, dass es in China jetzt auch so langsam die CATL Lithium-Eisenphosphat-Batterien zum Einsatz kommen sollen. Das sind eben diese nicht. Dazu hatten wir die Berichte gesehen, dass die Ladekurve wesentlich besser ist als die der Vor Zellen, die da vor, ja, Vorkattelzellen. Und das sind genau die Zellen, die hier zum Einsatz kommen, die LG Chem. Und da wäre es echt interessant, wenn es da jetzt in naher Zukunft oder vielleicht auch bei Fastnet dann eine
Ladekurve von den neuen, refreshten chinesischen mit Chrome Delete Model 3s aus Deutschland gibt, wie schnell die dann am Supercharger laden können. Dass das kein auslaufendes Modell ist, zeigt dann nämlich dieser Bericht hier, in dem es darum geht, dass Tesla sich weitere Zellenproduktion von LG Chem besorgt hat für die chinesischen Fahrzeuge, die in China produziert werden sollen. Also das heißt, es werden keine Einhörner oder One-Hit-Wonder sein, diese Fahrzeuge, sondern da wird es auch weiterhin mehr von geben. Das bedeutet auch, dass aktuell die Produktion, die eigene Produktion oder die Produktion mit den Partnern, die auf Tesla-Gelände produzieren, noch nicht wirklich ausreichend ist und dass man sich hier eben auch zusätzliche Supply, also Versorgung von Zellen, sichern muss. Wir kommen nachher noch zu einem anderen Thema, das könnte sich in naher Zukunft nämlich mal ändern. Ja, dann kommen wir zu etwas, was wahrscheinlich unabdingbar ist, wo ja auch die sogenannten Hackathons von Tesla jedes Jahr abgehalten werden, wo White Hacker, also Hacker, die versuchen, Systemfehler zu finden, diese Tesla mitteilen, die dann dementsprechend diese dicht machen können. Und wer etwas findet oder etwas Gravierendes findet, bekam dafür auch ein Tesla von Tesla, also ein Auto, ein echtes, also kein Spielzeugauto, sondern wirklich, ich meine, es waren Model 3s und Model Y, die letzten Male da ausgerufen wurden. Hier geht es darum, dass es über ein neues Relay oder eine neue Relay-Attacke auf diese Fahrzeuge zugegriffen wird, die auch relativ wenig Performance brauchen. Es wird nämlich zum Beispiel hier mit einer Raspberry Pi das Fahrzeug angegriffen. Und Tesla sagt bereits, dass da Patches für ausgerollt werden, dass diese Lücke dementsprechend geschlossen wird. Ich habe das schon häufig gesagt und ich werde es auch weiter sagen, dieser Weg hin zu digitaleren Fahrzeugen, wo das Wichtigste eigentlich die Software ist, werden auch immer interessanter als Angriffsobjekt und das wird ein Rennen zwischen den Hackern und den Firmen sein, diese Lücken dicht zu machen und da bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. So, irgendjemand wünscht hier der Stefanie Basler gute Besserung, das mache ich auch, aber was hat denn die, wir sind in häuslicher Quarantäne, ach nein, sie hat sich auf der Arbeit angesteckt mit diesem komischen bösen C, na, gute Besserung, ich hoffe, dass ihr da keine Folgeschäden bei habt, genießt die vielen YouTube Produktion, die es ja von mir und den ganzen Kollegen aus der Community gibt und lernt doch mal vielleicht was Neues, eine Sprache, ein besonderes. Vielleicht sprichst du mal mit dem Soul Electric Fan und der lässt dir peruanische Gerichte zukommen und ihr kocht die nach. Das wäre doch vielleicht auch etwas. Ja, weiter soll es aber mit den Tesla News gehen. Ja, ich habe diese Woche mal so eine anders, fangen wir vorsichtig an. Nachdem ja gerade meine Abonnenten wegrennen, habe ich mir gedacht, naja, ist der Ruf erst ruiniert, dann können wir auch mal eine Shitshow über Tesla und Tesla-Verarbeitung machen. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber diese Woche gab es doch einige Meldungen, wo die Verarbeitungsqualität angesprochen wurde. Zum einen ist es hier, dass bei einem Tesla Model 3 das Dach weggeflogen ist und ein weiterer Tesla durch Zufall, das während der Fahrt über die Dashcam aufgenommen hat. Und Tesla jetzt hier sagt, das wäre passiert, weil das Fahrzeug in einem Third-Party-Reparaturshop gewesen ist. Sowas darf natürlich nicht passieren, weder von Tesla ausgelieferten Fahrzeugen und oder von Fahrzeugen, die in einem Third-Party-Shop gewesen sind. Ich würde auch nicht sagen, dass ein Third-Party-Shop schlechter arbeitet als irgendeine andere Werkstatt. Also von daher, die Aussage ist schon ein bisschen schwierig. Natürlich ist das immer ein Thema in der Presse, was sehr viele Klickzahlen bringt und natürlich bei allen, die dem Thema Elektromobilität noch ein bisschen kritisch gegenüberstehen, natürlich dann auch gerne geteilt wird in sozialen Medien oder wie ich sie nenne, asozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook. So, ja, das aber
es wirklich Probleme mit der Verarbeitungsqualität gibt, haben wir in den letzten Wochen einerseits mit den Rückrufen und der Anerkennung mit der MCU gehabt, dass da Tesla auch hier der NHTSA, also der NHTSA, National Highway Traffic Security Association heißen sie, glaube ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, das ist bestimmt wieder falsch. Die schauen sich nämlich jetzt die Luftfederung von den Model S und X an, nachdem es in China dazu einen Rückruf gab. Und das heißt doch nicht, dass es auch den Rückruf in den USA gibt, aber das ist das nächste Thema, was natürlich unter der Beobachtung ist. Und daher passt das eigentlich gut zusammen, dass wir darüber sprechen und uns hier diese Fehler angucken oder Verarbeitungsqualität angucken und darüber sprechen. Gibt es bei anderen Fahrzeugen auch. Also wir sehen ja gerade extreme Rückrufaktionen. Also nicht böse sein. Der Jovendura lässt 2 € im Chat. Vielen Dank dafür und entschuldigt sich dafür, dass er ein bisschen zu spät gekommen ist. Naja, was müsste ich dafür bezahlen, dass ich schon wieder 6 Minuten zu spät gestartet habe? Ja, leider war das nicht die letzte Mitteilung. Es gab diese Woche 9000 Rückrufaktionen über Kleinstteile, die wohl während der Fahrt abfallen können. Gleiches Thema, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das ist einfach nicht gut, wenn sich so viele Rückrufaktionen oder Qualitätsmängel in einer Woche sammeln und darüber gesprochen wird. Und natürlich war das noch nicht das Ende. Hier gibt es auch noch einen Rückruf von 437 Model Y. Das ist dann doch ein Thema, was ich sehr kritisch finde. Also ob mir jetzt ein Blinker oder ein loses Teil vom Fahrzeug abfällt, was natürlich auch nicht sein soll. Aber wenn die Bolzen von der Lenkstange, wie soll ich das sagen, lose sind oder sich lösen können, dann sind das doch schon gravierende Mängel und da muss definitiv eine Qualitätskontrolle drüber gehen, die ja, da ist Lebensgefahr und Menschenleben gefährdet, da muss man besser drauf achten. Ja, und jetzt kommen wir doch zu positiveren Dingen. Okay, mein Papa wird jetzt anscheinend Vertreter von den ID-Chargern. Mal gucken, ob ihr da was aus ihm rauskriegt. Weitere Charger, und das ist auch eine Änderung, ist, dass die Supercharger, also Fertigung, jetzt aus Fremont nach China geht. Und zwar sollen die Supercharger Version 3 und fortfolgende in Shanghai oder in der Nähe von Shanghai dementsprechend produziert werden. Das kann natürlich einerseits damit zu tun haben, dass man hier versucht, die Kosten etwas runterzukriegen oder dass man hier weiter hochskalieren möchte und sich darauf konzentriert, dass an einem Ort nur noch diese Supercharger gebaut werden und dann man schneller das Netz ausbauen kann. Ich kann bisher von keinen Ausfällen, Fehlern oder sonst was an den Superchargern berichten und ich finde, so sollte das Ladeerlebnis überall sein. Wir haben gestern für einen Nachbarn von mir, die jetzt auch in der Elektromobilität angekommen sind, ein nein, der heißt EQ Smart abgeholt. Jahreswagen 7000 Kilometer runter für wirklich sehr schönes und kleines Geld und hat Spaß gemacht, ihn zu überführen. Was mir ein bisschen in die Suppe gespuckt hat, die 127 Kilometer konnte ich nicht ohne Stopp fahren, weil A, es, nachdem ich aus München rausgefahren bin, Minusgrade gab. Und B, das wusste ich nicht, der Smart, der EQ Smart, wenn er unter oder 20% unter drunter ist, zeigt er nicht mehr die Reichweite an, sondern sagt, man ist in der Batteriereserve. Und das war mir dann doch bei Minusgraden etwas zu heiß, sodass ich unterwegs angehalten habe. Und wir haben probiert, ein Fahrzeug mit einer höheren Ladegeschwindigkeit zu kriegen, aber der hat nur einen 4 kW oder 4,6 kW Charger drin. Das heißt, dass auch das Laden an einer AC-Säule etwas länger gedauert hat. Wir haben die Überfahrt aber geschafft. Jetzt ist der hier in Regensburg, kann wunderbar an meiner Wallbox nachgeladen werden und wird, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß machen, weil der jetzt nur noch im urbanen städtischen Raum unterwegs ist. Und wie ich finde, also in dem Moment, wo die Batterie voll war, ganz schön zieht. Also wer noch Elektromobilität erleben möchte und so einen
gebrauchten Smart irgendwo findet, EQ-Smart, kann ich nur sagen, so kurz bevor es fünfstellig wird, würde ich zuschlagen. 2 Jahre Garantie von denen. Die hatten natürlich überhaupt gar keine Ahnung bei Mercedes bei der Übergabe, konnten keine Fragen beantworten. Das werden wir jetzt in den nächsten Wochen mal beobachten. Wenn ihr wollt, kann ich, also wenn ihr wollt, schreibt es unten einfach mal in die Kommentare. Dann mache ich gerne auch mal ein Video darüber. Also ich bin positiv überrascht davon. Ja. Was haben wir geschafft? 100? Ja, nach 120 Kilometern bin ich raus und habe nachgeladen. Ja, okay. So, weiter geht es auch mit Zellen, beziehungsweise für die Zellenproduktion, was ja auch jetzt nach und nach bei uns in Deutschland ein Thema ist, wo auch Firmen, die nicht Tesla heißen, anfangen, Know-how aufzubauen und um die Ingenieure zu buhlen. Und da geht Tesla hier einen Weg, dass sie eine sogenannte Mikroseite aufgemacht haben. Also das heißt, das ist eine Seite, die konzentriert sich wirklich nur für dieses Team, was in der Zellenproduktion tätig sein soll. Und versucht natürlich damit die wenigen Ressourcen, die am Markt sind, für sich zu gewinnen. Und Terra ist das neue Giga. Also wir reden hier dann dementsprechend wirklich in die Richtung, wo wir Terawatt pro Jahr Output an Zellenproduktion erreichen wollen. Kommen wir, ein weiteres Thema. Ich weiß nicht, ob das wirklich erwähnenswert ist. Tesla macht mal wieder Reden von dem neuen Roadster, wo wir immer noch nicht wissen, wann er dann kommt. Und zwar gibt es jetzt neue exklusive Special Colors. Da hat, ihr seht das selbst, da hat eigentlich nur jemand mit Photoshop gearbeitet, denn es ist A1A das gleiche Bild und da sind die Fahrzeuge einfach nur dann im Photoshop mit einem anderen Lack ausgestattet worden. Ich denke, dass es definitiv Zeit wird, auch hier in die Individualisierung zu gehen. Ich würde allerdings nach wie vor sagen, das ist keine gute Idee, dass das bei der Produktion bereits bei Tesla passiert, weil dieses Umswitchen von den Paint-Shops, dass es dann eine andere spezielle Farbe ist, das verbraucht zu viel Zeit und ich denke, dass der Output wirklich wichtiger ist. Ich würde solche Fahrzeuge zum Finish an einen vielleicht beauftragtes Lackierungsunternehmen, Lackierer geben, der dann diese Nacharbeiten macht. Na, guck mal hier, der Thor, dessen Thorstens Bruder hat sich auch einen bestellt. Gerne mal ein Video zu, dann kommt das doch. Auslieferung Q4 21 und das war genau der Grund, warum wir nicht warten wollen. Es ist sowohl für die Fahrzeuge, die schneller laden können, also ich meine, es gibt ja die EQ Smarts mit 22 kW Lader. Also auf die gibt es Wartezeiten, auf die gebrauchten. Also alles, was an Leasingfahrzeugen zurückgeht, ist auf bis zu 18 Monate bereits weggegriffen von den Niederlassungen bzw. Schon an Kunden verkauft. Und die Wartezeit ist auch mit 12 bis 18 Monaten für ein neues Fahrzeug angesetzt worden. Also das ist schon krass. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema, dass da etwas Großes in Grünheide passiert. Und zwar, erst hieß es, es kommt gar keine Zellenproduktion nach Grünheide. Dann hieß es, es wird eine Zellproduktion in Grünheide geben. Und jetzt ist der Plan der Zellproduktion, die in Grünheide entstehen soll, bei 250 Gigawattstunden pro Jahr. Das würde ungefähr bedeuten, dass das die gesamte Zellproduktion der Welt ist, was hier dann produziert wird. Und da sehen wir genau dieses Hochskalieren, das Konzentrieren an Standorten, um wirklich sich auf nur ein Produkt oder auf ein Thema zu fokussieren und nicht an allen Standorten kleinere Fokussierungsthemen zu machen, sondern wirklich hier groß zu denken und den Output da zu generieren. Jetzt schauen wir mal, ob das dann auch in den Supply für andere Gigafactories geht oder ob diese 250 Gigawattstunden dann hier voll in die Produktion in Grünheide dann gehen werden, ob das dafür
ausreicht oder mehr ist. Dann gab es diese Woche den dritten oder die dritte Preisänderung bei den Model S und X dieses Jahr. Wir haben immer ohne große Vorankündigung haben wir hier Preisänderungen gehabt. Zuletzt war es Ende Oktober, meine ich, dass das Model S günstiger geworden ist. Das war zu dem Zeitpunkt, als der Lucid Air vorgestellt wurde, so dass das Model S dementsprechend darunter ist. Ihr wisst es, 69.420 US-Dollar war da der Basispreis, die zwei Lieblingszahlen von Elon. Und jetzt sind die Fahrzeuge um ungefähr 5.000 Dollar teurer geworden. Warum kann das sein? Und vor allen Dingen ein zweiter Grund, der herausgefunden wurde von einigen Webseiten: Wenn ihr heute ein neues Fahrzeug konfiguriert, dann soll das Ende März 2021 erst kommen. Und da wird natürlich dann die Gerüchte oder brodelt die Gerüchteküche, dass es eventuell nun doch ein Refresh, so nennt Tesla das ja, vom Model S und X geben wird und deshalb die Preise nach oben geschraubt wurden. Gucken wir mal, in welche Richtung das geht. Da schreibt das da raus rein, schreibt genau das Gleiche. Er geht auch davon aus, dass es der sogenannte Facelift bzw. in Sprache von Tesla der Refresh von den Modellen sein wird. Weise ich nur darauf hin, ich habe das ja jetzt die letzten Videos immer unten ein Video zum Fortschritt von dem Fully Self Driving Beta mit reingehängt. Schaut euch das gerne an. Auch in diesem Fall nehme ich das mit rein, denn hier wird präsentiert, wie auch der Tesla mit dem FSD auf Fußgänger reagiert. Sehr beeindruckend. Mein Fazit nach wie vor: Ich lerne meinen Tesla ja mehr und mehr kennen. Und vielleicht kann das jemand von euch bestätigen. Was ich festgestellt habe, ist, dass nach Bundesländern das Fahrzeug unterschiedlich reagiert. Also ich arbeite ja jetzt in Rheinland-Pfalz. Das heißt, ich fahre aus NRW mit dem Auto morgens los. Das sind ungefähr 20 Kilometer, die ich dann aus Bad Godesberg, wo ich einen Airbnb habe, dann nach Linz fahre. Und auf dem Weg stelle ich fest, dass er auf ein und derselben Strecke in NRW auf die Schilder nicht reagiert. Er liest sie, er bremst aber nicht ab. In dem Moment, wo ich über die Landesgrenze hinausgefahren bin und ich bin in dem gleichen engagierten Autopilot, also ich mache ihn nicht aus, er fährt wirklich dann von NRW los nach Rheinland-Pfalz. Sobald ich über die Landesgrenze rüber bin, 50 Meter weiter, kommt dann ein 70er-Schild, er reagiert sofort. Weitere 100 irgendwas Meter kommt ein 50er-Schild, er reagiert sofort, bremst runter. Ich fahre aus dem Ort raus, er beschleunigt 70, 100 und dann weiter. Ist vielleicht nur eine Einbildung. Ich habe ansonsten nicht verstanden, was ich anders machen muss. Auch abends, wenn ich aus Rheinland-Pfalz zurückfahre nach Bad Godesberg, das Gleiche in Rheinland-Pfalz funktioniert es ohne Probleme. Er sieht die Schilder, er reagiert auf die Schilder, beschleunigt und bremst. Ich bin in NRW, er reagiert nicht mehr drauf. Vielleicht habt ihr das auch schon mal ähnlich gesehen. Vielleicht bin ich zu dämlich. Dann schreibt bitte einen Kommentar drunter, weil mich das wirklich interessiert. Ich werde auch mal den Frank der beim Schräg ja immer mit dabei ist, der in der Tesla-Crew relativ aktiv ist, dazu nochmal fragen, weil der das Thema FSD sehr ausführlich getestet hat und ja auch dieses erste Beispielvideo gemacht hat, wo der Autopilot jetzt neu einzurasten ist, wie er auf die Geschwindigkeit manuell reagieren kann mit einem langen Runterdrücken. Aber ich verstehe es nicht, also für mich ist es nicht so erklärlich, dass es immer den gleichen Output gibt. Und das finde ich seltsam. So, aber weiter zu Tesla. Hier wird es so sein, dass wir demnächst, oder beziehungsweise es wird in den USA bei den ersten ausgerollt, so ist, dass man auf die Kameras des Autopiloten zugreifen kann und sich dann angucken kann, was sieht denn diese Kamera. Jetzt ist dabei die Frage, ob uns das wirklich hilft, weil ich hatte in dem Video, wo wir etwas über das Thema LiDAR und Blickwert gesprochen haben, die einen LiDAR eben reduzieren
uns auch den Output angeguckt, was so ein LiDAR sieht, also was einfach diese Input-Systeme, in diesem Fall Kamerasysteme oder im anderen Fall LiDAR-Systeme sehen. Und das ist nicht unbedingt das, was unser menschliches Auge versteht, worauf dann die Entscheidungen getroffen werden. Von daher interessieren tut es mich definitiv. Schauen wir einfach mal, ob das wirklich, wirklich hilfreich ist. So, dann, ja, Elon hat mal wieder davon gesprochen, dass es ja ein Electric Hatchback, also für uns in unserem Sprachgebrauch ein Kompaktfahrzeug geben soll. Dieses, was dieses, welches dann in Europa auch produziert werden soll oder entwickelt und designt werden soll. Und dazu gab es dann dementsprechend auch von VW diese Woche die Aussage, dass sie hier eigentlich ein Rennen zwischen VW und Tesla sehen werden, wo es um den ID.2, das ungefähr Polo-Größe gehen soll, der um die 20.000 Euro kosten soll und dann dementsprechend darauf setzt, wer jetzt das bessere Fahrzeug an den Markt bringen wird. Und hier die Frage ist, wie das Fahrzeug dann von Tesla aussehen wird, wo wir wahrscheinlich davon ausgehen könnten, dass es vielleicht Model 2 heißen wird. Oder wir müssen mal gucken, was dann nach dem S3XY dann das nächste, der nächste Buchstabe ist, den sich Herr Musk einfallen lässt. Aber interessant wird es auf jeden Fall. Und ich denke, dass diese Fahrzeuge oder dieses Rennen um die zwei Fahrzeuge wird für uns das Thema Elektromobilität um einiges nochmal beschleunigen. Denn ich denke, dass diese Preise, selbst wenn die Förderungen dann vielleicht reduziert werden oder reduziert sind oder ganz weggefallen sind, absolut akzeptable Kaufpreise für Kompaktfahrzeuge sind, weil selbst wenn ihr einen Golf nehmt, ja, und wir müssen immer daran denken, ein ID.2, der von außen die Größe eines Polos vielleicht hat, wird von innen definitiv das Raumangebot eines heutigen Golf 8 schlagen. Und da seid ihr mit so einem Golf auch bei 20.000, wahrscheinlich kommt ihr damit gar nicht aus, wenn ihr so ein Fahrzeug konfiguriert, dann dabei. Das ist auf jeden Fall, und eigentlich war das schon der Ausklang der Tesla-Ecke, an diesem Punkt sage ich ja immer Dankeschön an meine Fair-Koffein-Supporter. Das sind die Stefanie Basler, der Karl Cyber, den habe ich heute noch gar nicht gelesen. Ich hoffe, dem geht es gut und der meldet sich noch. Der Raimund Stapelfeld, Thomas Havlik, Soul Electric Fan, Harald Fries. Dann haben wir den Kurt Hafner, Smart Andy, Oster, Joe Vendura und den Ralf Machulla. Vielen Dank dafür. Jeder, der zusätzlich auch den Kanal unterstützen möchte, über den Join-Button da reingehen. Und damit unterstützt ihr dann monatlich den Kanal. Ansonsten geht es nun weiter mit den Non-Tesla-EV-News, in dem Fall mit Rivian. Wir hatten letzte Woche noch davon gesprochen, dass jetzt die Konfiguratoren da sind. Ich hatte euch einmal diese Launch-Modelle gezeigt von dem R1T und R1S. Und wie soll es anders sein? Sie sind komplett ausverkauft. Also die Version, die erste Version, die im Juli 21 kommt von beiden Fahrzeugen, ist komplett ausverkauft. Die nächste Charge, die dann rauskommen soll, da reden wir dann schon von Q1 2022. Wer diese Fahrzeuge möchte, wird wahrscheinlich einige Zeit warten müssen. Ja, der Olaf Boos schreibt Tesla too und too sexy. Das könnte natürlich eine gute Idee sein. Ja, dann haben wir mal wieder was von XPeng oder Yipeng, wie es im Chinesischen heißt. Da gibt es nun ein Sondermodell des P7, der ja auch heiß für Europa erwartet wird. Warum wird er heiß für Europa erwartet? Ich drehe durch diese Cookies hier immer. Und zwar, das Fahrzeug gilt als ein vielversprechender Konkurrent für das Model 3. Also einmal vom Formfaktor, andererseits von den technischen Spezifikationen. Und ganz besonders für den Preis. Also würde man die Yen-Preise, die man in China dafür zahlen würde, umrechnen würde,
dann sind wir aktuell so zwischen 29.480 bis knapp 45.000 Euro für dieses Modell. Jetzt gibt es davon aber ein Sondermodell, das heißt, man hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man da eine Limited Edition draus machen kann und hat eine sogenannte Wing Limited Edition gemacht, wo ihr seht es hier, diese Flügeltüren bekommt. Das sieht natürlich bei einigen Fahrzeugen richtig schick aus und das Ganze macht das Fahrzeug doch aber schon sehr teuer, denn der Preis schnellt dann von 47.000 bis 52.000 Euro mit dem Allradmodell dann in die Höhe. Mir gefällt allerdings, muss ich sagen, beide Designs, die man jetzt hier sieht, wir können das aber ein bisschen größer machen, also von vorne mit diesen Türen, das hat definitiv etwas. Und, na, wie komme ich zurück? Gar nicht, das war das Falsche. Dann machen wir die Seite wieder zu und hier einmal von hinten finde ich definitiv interessant, ob wir es brauchen. Also mein Fragezeichen dran stehen. Ja, weiter geht es und das wird jetzt in dieser Sendung noch einige Themen dazu geben. Ihr wisst, ich hatte vor gut einem Dreivierteljahr gesagt, wer neben Tesla auf Aktien in dem E-Mobilitätsbereich setzen möchte, der sollte ein NIO und ein NEO mit im Auge beachten. Wer ein bisschen Geld in NIO, unseren Elektroroller, Unternehmen in den USA gesteckt hat, der freut sich gerade aktuell über lächerliche 400% Wertsteigerung. Warum spreche ich das an? Da es dieses Jahr mehrere Effekte oder Events gab, die, wie soll ich das sagen, die Geschichte oder die Fantasie der Anleger beflügelt hat. Also zum einen ist unheimlich viel Geld im Markt. Zum anderen setzen jetzt auch viele, die gesehen haben, was die Erfolgsstory von Tesla war, auf weitere Startups, die in diese Richtung gehen. Das heißt nicht immer, dass das erfolgreich sein soll. Das zeigt zum Beispiel Nikola Motors oder Nikola Corp, was dann passieren kann, wenn da nichts hintersteckt. Und darum sage ich auch immer, es muss das ganze Produkt passen. Es muss auch diese Werte, die da von den Aktien sich entwickeln, die müssen nachhaltig sein und dieses Unternehmen muss auch Gewinne machen, sodass es die auch morgen und übermorgen noch gibt. Und bei dem NIO hatten wir schon, ich glaube, vor 2 Jahren, als sie ihr Modell auch vorgestellt haben mit diesem Tauschakkus, dass man die an einem so einem Quick-Shop, wie man sie in Asien kennt, also wo ihr eure Cola, Pepsi, andere koffeinhaltigen Getränke oder sonst irgendwie etwas kauft oder einfach nur einen Kaffee und einen Snack, dass man die dann dementsprechend auch schnell wechseln kann, dass ich das für sehr erfolgsversprechend gerade für Asien sehe, wo wirklich viele von diesen Rollern sind. Und der Blauzahn fährt, glaube ich, sogar das gleiche Gerät, den GT von diesem NIO und ist da auch sehr begeistert von. Und das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass diese Aktien hochgehen. So, ein zweites Event, was noch gar nicht so lange her ist, ist die Entscheidung des neuen US-Präsidenten, des Herrn Biden, denn der wird sich nach seiner Aussage auf Unternehmen stützen und diese fördern, die im Bereich erneuerbare Energien, nachhaltige Fortbewegung sich bewegen. Und das bedeutet, dass das auch einerseits ein Fokus wird, wo Unternehmen Geld vom Staat bekommen, Fördermittel bekommen und wachsen können. Und zum anderen ruft das auch bei den Fondsgesellschaften, und das ist viel wichtiger, das Interesse mehr und mehr in den Bedarf einerseits Produkte, also Fonds aufzusetzen, die in solche Unternehmen investieren. Und das ruft natürlich dann dazu auf, dass sie auch diese Aktien selber halten müssen und sie am Markt kaufen müssen. Das heißt, das ist eine Win-Win-Win-Situation für solche Firmen. Es wird nicht die letzte sein, über die wir diese Woche sprechen. Da kommen wir zu. Der Oster schreibt gerade, apropos Yipen, der Björn Nyland, und der hat ihn schon häufiger gefahren, der hat gerade einen G3 von Yipen. Das ist, wir können ihn ja mal ganz schnell googeln hier, damit ihr ein Bild dazu habt. Das ist der sogenannte Model X-Klon, nennt man ihn. Toll, dass das hier so wunderbar bei. So, da ist er schon. Da haben wir einige Male von gesprochen. Da ist auch das Björn Nyland-Bild. Wir nehmen jetzt dieses Bild hier einmal schnell. Und zwar
Ist das ein Fahrzeug, was eigentlich nicht nach Europa kommen sollte, jetzt aber in Norwegen verfügbar ist und was der Björn Nyland fährt und da auch relativ begeistert von ist. Und der Björn Nyland ist ebenfalls auch schon in Norwegen den P7 gefahren. Von daher, interessantes Fahrzeug, könnte auch am Markt erfolgreich sein, wenn es dann in größerer Stückzahl auch bei uns kommt. Ich bin gespannt. Weiter geht es hier mit Ford. Da ist nämlich jetzt das offizielle EPA-Rating rausgekommen, dass der Ford Mustang Mach-E 300 oder sogar mehr Meilen mit einer Ladung schaffen soll. Ein weiteres EPA-Rating gab es diese Woche für den VW ID.4. Der hat ein offizielles Rating oder eine offizielle Range von 250 Meilen bekommen. Und das sind beides absolut akzeptable oder absolut gute Werte für, ja, für doch SUVs in diesem Fall oder beziehungsweise hier würde ich noch sagen, es ist ein Kompakt-Utility-Vehicle. Er ist zwar höher, aber er ist nicht so hoch wie ein SUV. Also das wird sich definitiv ausprägen. Der Axel Müller schreibt, mein NIO-Depot ist bei 1060 seit Mitte Januar diesen Jahres. Alles richtig gemacht. Ja, weiter geht es mit General Motors. Vergesst dieses Bild, es geht hier eigentlich nur um die Headline. So nachdem, ihr wisst, es gibt Unternehmen, die sind eher konservativ aufgestellt und die werden natürlich dann auch von den konservativeren Parteien mit unterstützt oder die haben dort einen Zugang über ihre Lobbyisten. Und General Motors galt immer als ein sehr republikanernahes Unternehmen. Und so verwunderte das auch nicht, dass die bei dem Gesetzentwurf, der von Trump entschieden wurde, wo es darum geht, die Verbrauchswerte von Fahrzeugen zurückzunehmen, die von der Obama-Regierung kamen, sich General Motors auch nicht dazu angeschlossen hatte, mit den Freiwilligen in Kalifornien und weiteren grünen Staaten sich darauf zu einigen, hier verschärfte Emissionsregeln einzuhalten und Fahrzeuge zu bringen. Und General Motors ist sogar mit Trump hier einer Klage gefolgt, um diesen Move als Opposition eigentlich dagegen anzugehen. Davon haben sie sich jetzt diese Woche distanziert und sind aus dieser Klage ausgestiegen, weil wir gerade mit der Fokussierung, die wir letzte Woche gesehen haben, das Interesse geschwunden ist, beziehungsweise der Fokus des Unternehmens, die Strategie des Unternehmens in eine eher elektrifizierte Richtung geht. Kann ich diese Aussage stützen? Ja, und zwar gleich mit der nächsten News und dann komme ich zu dem, was Marx geschrieben hat. Und zwar geht jetzt auch General Motors auf ihre Händler zu, in erster Linie auf die Cadillac-Händler und möchte von denen ein Commitment dazu haben, den Move hin zu elektrischen Fahrzeugen zu machen. Oder sie könnten sich vorstellen, dass sie denen dann die zukünftige Zulassung als offizielles Cadillac-Vertragshändler dann nehmen werden. Und da seht ihr schon, mit was für Bandagen da gekämpft wird, um das Thema Elektromobilität ja doch aggressiv oder konzentriert voranzutreiben. Wer dem Herrn Diess bei LinkedIn zum Beispiel folgt, wird auch diese Aussagen getroffen haben. Er hält nichts von diesem, ja, Politikergeschwafel. Wir müssen technologieoffen sein, weil die Technologieoffenheit, die verwässert das Thema, gerade wenn man weiß, dass der Einsatz von alternativen Antrieben wie Wasserstoff schon im Labor nicht, Entschuldigung, ich brauche gleich einen Schluck Kaffee, nicht effizienter sein kann als die batterieelektrische Fortbewegung und sagt lieber diese Konzentration auf das bessere Antriebskonzept zu setzen. So, Wehrmarkt schreibt nochmal zu dem G3, dass er den gut findet, aber, und jetzt kommen wir zu den Themen, die sind klar, dass es die nicht gibt, dass er ein einphasiges Laden und CHAdeMO hat. Wir wissen alle, und das haben wir gelernt, dass es eigentlich nur in Deutschland oder wenigen europäischen Nachbarländern überhaupt das dreiphasige Laden Wechselstrom gibt. Somit ist das für ein Fahrzeug, was für den asiatischen oder sogar eigentlich nur chinesischen Markt entwickelt wurde, keine
Kein Wunder, dass es da nur einen Einphasenlader mit drin gibt. Das ist aber etwas, was man sicherlich nachrüsten kann oder wenn man die Fahrzeuge nach Europa bringt, mit einem anderen Lader ausstatten kann. Und zum nächsten spricht er ja von dem Chademo-Lader. Auch das ist eher ein asiatisches Konzept, hat mehrere Gründe. Hatten wir auch schon mal davon gesprochen, dass der, oh mein Gott, ich glaube, der heißt GJ-Standard in China. Das ist so gesehen das CCS in China, also der Schnellladestandard in China. Der hat eine sehr CHAdeMO-nahe Form und lässt sich dementsprechend dann natürlich in die Fahrzeuge, da wo ich die Ladeklappen reinbaue, mit aufrüsten oder umrüsten. Und wir haben ja gerade auch die ersten Fahrzeuge, die aus Südkorea gekommen sind, wie dem Seoul EV, den der Fokker zum Beispiel fährt, gesehen, dass da auch CHAdeMO drin ist oder war. Wir haben es bei dem Nissan Leaf gesehen oder sehen es immer noch, dass das CHAdeMO drin ist. Und das kommt einfach, wo das Entwicklungsland oder wo die Ingenieure von diesem Land drin sind. Ihr würdet ja auch nicht auf die Idee kommen, ein VW mit einem CHAdeMO-Lader zu bauen, den ihr in Europa konzipiert, der dann aber eigentlich für den japanischen Markt vorgesehen ist oder für den chinesischen. Also das sind genau diese Fehler dabei. Ja, der Raimund Stapelfeld schreibt auch, bei dem Björn Nyland kann man sehen, dass der G3 einen Typ-2-Buchse hat. Also ist klar, dass die Fahrzeuge, und das ist ja genau die Aussage gewesen, als es eigentlich verneint wurde, dass der G3 schon nach Europa kommen sei. Also offiziell hieß es von Yipeng, dass das erste Fahrzeug, was es auch für Europa geben soll, der P7 sein soll. Und dann ist, glaube ich, ein, zwei Wochen später der G3 beim Björn Nyland aufgetaucht. Natürlich ist dieses Fahrzeug dementsprechend dann auch mit einem Typ-2-Lader ausgestattet, weil das kriege ich relativ schnell hin, auf dieser AC, also Wechselstromschiene, den Adapter zu wechseln. Aber eben auf dem Gleichstrom-Thema mache ich nicht ganz schnell aus einem CHAdeMO ein CCS-Adapter. Also das ist das, was GB heißt das. Okay, dreiphasiges Laden gibt es schon, zum Beispiel GB. Aber nur öffentlich und nicht zu Hause. Genau, also nicht GJ, sondern GB-T, schreibt der Olaf Boos. Fantastisch, wie clever ihr seid. Das liebe ich wirklich an dieser Community. Sehr, sehr schön. Und der Simon ist schon wieder weg und verabschiedet sich von euch. Schade. So, dann diese Woche gab es mal wieder nach einem Schluck Kaffee einen neuen, in meinen Augen wahnsinnigen Rekord. Denn ein Porsche Taycan hat einen neuen Weltrekord aufgestellt im kontinuierlichen Driften. Der ist nämlich ganze 42 Kilometer gedriftet. Das ist, also überlegt euch das mal bitte, das ist ja nicht nur einmal hier im Kreis herumfahren und dabei driften, sondern das ist unheimlich schwierig, diese den Zustand des Fahrzeuges im Driften zu halten. Also man spielt da ja dementsprechend damit, dass man die Traktion so weit erhöht, dass eben die Reifen nicht den Grip bekommen. Und das muss ich kontinuierlich ja das Fahrzeug in einem noch kontrollierbaren, unkontrollierten Zustand bringen. Wenn ihr wisst, was ich damit meine. Und das auf 42 Kilometern, das ist schon eine krasse Leistung und ja, klasse, dass das mit einem elektrischen Fahrzeug geklappt hat. Weiter geht es ebenfalls mit Porsche. Die schaffen es nämlich tatsächlich wirklich, ihr erhöhtes Produktionsziel von 20.000 Taycanze, dieses Jahr zu erreichen. Wir wissen, hier ist die Nachfrage so groß. Es ist aktuell das erfolgreichste Modell bei Porsche, was verkauft wird. Und wir wissen auch, dass sie sogar Fertigungspersonal von Audi abgezogen haben, die hier bei der Produktion des Taycan helfen, was dementsprechend dann auch bei der Audi GT-Produktion helfen wird, der ja auf der gleichen Plattform gebaut wird. Und ganz wichtig, alle, die sich bei audi.de
für den Audi GT interessiert haben. Ich habe diese Woche Informationsmaterial davon von meinem Audi-Händler zugeschickt bekommen, nachdem er vor 14 Tagen angerufen hat und gefragt hat, wie es denn jetzt mit meinem Audi aussieht. Und da habe ich zu ihm gesagt, das ist schön, dass Sie anrufen, lieber Herr Punkt, Punkt, Punkt. Wir waren Ende September bei Ihnen und wollten einen e-tron haben, haben 2 Stunden auf Sie gewartet und wurden vertröstet. Und die Dame, die uns dann betreut hat, war nicht in der Lage, uns ein Angebot zu geben, wollte sich bei Ihnen aber rückmelden, dass Sie sich bei uns melden können. Und jetzt haben wir ein Model 3 uns gekauft. Wir interessieren uns aber nach wie vor für den Audi GT. Der könnte in den nächsten Jahren sehr interessant für uns werden. Und da habe ich eine E-Mail mit sehr interessantem Material bekommen. Warum ich das sage, sollte irgendjemand das sich auch dafür angemeldet haben und ich bin der Einzige, der das bekommen hat, schreibt es unten rein. Dann sprechen wir darüber. Dann mache ich meine, vielleicht sogar heute noch eine Sondersendung dazu, dass wir uns das einfach mal anschauen. Aber ich gehe davon aus, dass das alle bekommen haben sollten. So. Ich weiß auch, dass der Otto Leierer einer der Reservierer ist. Der hatte mir ja auch geholfen, die Reservierung über die österreichische Audi-Seite zu machen. Und er schreibt gerade, er sieht da gar kein Problem drin, weil der ja die Leistung dafür hat, der Porsche Taycan. Da spricht er natürlich nochmal vom Driften. Naja, ich weiß nicht. Weiter geht es hier mit Nissan. Und das finde ich einen bemerkenswerten Move. Also Nissan galt für mich als einer der Pioniere in der Elektromobilität. Denn der Leaf, gerade der Leaf 2, als er auf den Markt kam, war ja eigentlich ein Hoffnungsträger eines bezahlbaren Einstiegs Elektroautos. Zu dem Zeitpunkt, ich meine, wir reden da von 2016, war es sogar noch so, dass alle Triple Charger, die wir hatten, ja sowohl CCS als auch CHAdeMO hatten und das eigentlich kein Problem war. Was ein Problem war, war das Know-how oder das Wissen, dass auch der Leaf Generation 2 ein Problem beim schnellen Nachladen, also ein Rapid Gate dementsprechend hat oder hatte und eben nicht aktiv gekühlt war, sondern nur luftgekühlt, also nicht luftgekühlt, dass da irgendetwas Aktives war, sondern rein vom Fahrtwind gekühlt wurde und somit die Ladeleistung runtergegangen sind. So, dass dieses Unternehmen auch einen sehr erfolgreichen Pickup-Truck hat, nämlich den Titan, und der auch sehr stark in den USA nachgefragt wird, verwundert mich dann aber, dass sie ihre elektrische Variante davon mit einem kleinen, recht unbekannten Startup-Unternehmen realisieren. Wir sprechen hier von Hercules Electric Vehicles, die in der Verantwortung sind, diesen EV-Titan oder Titan-EV dann auf den Markt zu bringen. Ich finde, vom Design her ist das jetzt nichts Aufregendes, also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass bis hier vorne das Ganze sehr ähnlich der Verbrenner-Variante des Titan ist. Und hier vorne ist das dann doch ein bisschen moderner, vielleicht ein bisschen an den, was würde ich jetzt sagen, Rivian und an diesen Lordstown Pickup-Truck angedacht. Schauen wir mal, in welche Richtung das hier gehen wird und ob das Fahrzeug wirklich auf den Markt kommt. Interessant ist, wie gesagt, wir sprechen auch davon, dass sie hier Tesla, Ford und Rivian, ich würde Lordstone auch noch mit dazu nehmen, im Rennen eigentlich, also gleiches Rennen wie bei unseren Kompaktfahrzeugen für Europa, hier das Rennen teilnehmen, wer als erstes oder wer den besseren und bezahlbaren Pickup-Truck dann für die USA voll elektrisch zur Verfügung stellt. Martin K. fragt, macht Nissan überhaupt etwas richtig? Ich denke, nein. Schwierig, ja, also könnte schon sein. Wer auf jeden Fall nach und nach etwas richtig macht oder mehr richtig macht, ist hier Audi. Und jetzt kommt von mir ein ganz großes Fragezeichen. Also Audi baut den e-tron ja jetzt schon einige Jahre. Und wie wir ja jetzt auch von einigen YouTubern gesehen haben, also ich gucke da in Richtung der Kimmelmann und ich gucke da in Richtung Blauzahn und auch der Rolf, der hier Zuschauer ist. Da ist er gerade, da lese ich ihn gerade, fahren ja einen e-tron und sind da super happy mit. Wir wussten immer, dass eigentlich ein 11 kW Lader
AC vollkommen reicht. Das können wir ja auch rechts und links bei dem Fahrzeug machen. Und der wird nun als optionaler 22 kW da angeboten. Das hieß es, glaube ich, auch schon eingangs mal, dass das kommen soll. Was mich jetzt wundert, ist, dass dieses junge, doch relativ junge Fahrzeug ähnlich wie ein Tesla sehr schnelle Überarbeitungszyklen hat. Wir erinnern daran, dass mit dem Einzug des e-tron Sportback, den wir hier sehen, auch die Elektronik und die Ansteuerung des Batteriesystems sich verbessert haben und diese Änderung dann auch bei den neueren e-tron Modellen Einzug genommen hat. Und jetzt sehen wir das nächste, ich sage jetzt mal Soft Refresh, Soft Anpassung von den Fahrzeugen. Und das ist so ein Punkt, der würde mich als Käufer so ein bisschen nicht davon abschrecken, dieses Fahrzeug zu nehmen, nein, sondern der würde mich nervös machen, ob ich das richtige Fahrzeug kaufe. Und das ist auch das, was ich bei Tesla diese Angst und diese Gefahr sehe, dass das aktuell ein bisschen ja, ungewiss ist. Ist das jetzt das richtige Model 3, Model S, Model X, was ich da kaufe? Wobei bei den beiden letzteren S und X ist es egal, weil ich gehe davon aus, jeder, der jetzt ein Fahrzeug zu dem erhöhten Preis bestellt, der wird, was auch immer da kommen wird, genau dieses Fahrzeug bekommen, nämlich irgendwann Ende März 2021. Bei Audi ist es ja eher gerade so, dass sie an der Kapazitätsobergrenze die Fahrzeuge bauen und man dadurch einen sehr günstigen Einstieg in die Fahrzeuge hat. Also es gibt aktuell wieder vermehrt E-Mails oder Newsletter, die ich bekommen habe, wo die kleine Batterie, also der Q50 für 3,99 im Leasing angeboten wird und der große, der Q55 für 499 Euro. Und ich sehe selbst diese Werbung verstärkt auch auf LinkedIn, was ich gut finde. Aber das sind eben Fahrzeuge, die all diese Thematiken wie den neuen 22 kW Lader oder andere Änderungen, die damit Einzug haben, wie hier ein neues Lenkrad, weiß ich nicht, ob das wirklich etwas Wichtiges ist. Für mich sind wirklich Themen, die das Fahrzeug weiterbringen, die das Fahrzeug effizienter machen, wichtiger als irgendeine Veränderung im Innenraum. Also, ja, so, dann gucken wir doch mal rein. Also, echt schade, dass man den 22 kW Lader nicht in den Bestand bekommen kann. Das ist nämlich genau dieses Thema, dass man hier das nicht nachrüsten kann. Also auch jeder, der zum Beispiel den EQC hat, den gibt es ja jetzt auch mit einem 11 kW Lader. Das ist das Update, was Mercedes-Benz macht. Und Audi macht das Update auf 22 kW. Da sieht man auch diese Diskrepanz. Habe ich es verstanden? Mache ich das wirklich ernsthaft, das Thema Elektromobilität? Habe ich verstanden, was meine Kunden wollen? Dann schreibt Sound is Driving, finde die Audis super. Bin gerade parallel auf einer Audi-Händler-Webseite. Wird da vielleicht ein Model S in ein e-tron verwandelt? Also ich würde es klasse finden, Thorsten. Gerade dieses Fahrzeug hier könnte als Leasingfahrzeug für dein Unternehmen sehr interessant sein. Vor allen Dingen auch vom Platzangebot. Und dann haben wir noch den Raimund Stapelfeld. Das ist eben das Problem der Elektromobilität und Software. Die haben eben kürzere Entwicklungszyklen. Das ist genau das Thema. Aber das auch, was der Oster schreibt, kann ich da nicht ein modulares System aufbauen, wo ich dementsprechend diese Features nachrüsten kann, wenn das ein paar tausend Euro sind? Ich meine, das sind ja genau die Dinge, die nachgefragt sind. Oder wie auch der, helft mir, der Stefan von 404 Volt, ja, die Frage stellt, warum kann ich nicht für einige tausend Euro den Batteriewechsel machen, dass ich eine neue Batterie in meinen S85 bekomme, um wieder schnelle Nachladezeiten zu haben und das Fahrzeug, was eigentlich noch gut ist, auch weiterhin gut bewegen zu können. Also das sind genau diese Dinge, die wir in der Zukunft noch brauchen. Vielleicht hört ja jemand zu, der hier in der Entscheidung ist. Und lieber Dank, lieber Joe Vendura, das ist ein fantastischer Hinweis. 136 Zuschauer oder hier sind es 135. Ihr dürft gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Ich werde im Dezember, einen kleinen Wettbewerb machen. Und zwar für die Likes, die in den Sendungen oder für die Sendung kommen.
könnte ich ja einen Gegenbetrag nehmen und den dann in, für eine Spende, für einen gemeinnützigen Zweck da machen. Also ja, jede Spende 1 Cent, ist das zu wenig oder gut? Wir können es ja sehen. Also lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da. In welche Richtung wisst ihr ja, beide Seiten helfen. Ein Daumen nach unten hilft mir auch, wenn ihr mir sagt, was ihr, was euch nicht gefallen hat, damit es abgestellt werden kann. Dann jetzt ein Special zu fantastischen Fahrzeugen, die eine Geschichte haben, die jetzt ein zweites Leben als elektrisches Fahrzeug bekommen. Und zum einen ist hier der British Morris zu nennen, der als elektrischer Van, als GE auf den Markt kommen wird. Und schaut euch dieses Fahrzeug an, es ist einfach unheimlich traumhaft. Es ist natürlich groß, aber überlegt, euer Elektriker, euer Maler, Handwerker, der da mit so einem Fahrzeug bei euch vor der Tür steht. Ich glaube, ein genialeres Werbeobjekt kann man gar nicht haben. Da ein bisschen Werbung drauf, Wahnsinn. Und das Ganze nachhaltig, elektrisch und wahrscheinlich nie wieder in der Werkstatt für irgendeinen Service. Weiter geht es hier auch mit dem, da haben wir mehrere Unternehmen ja schon angesprochen, die alte Mikrobusse nennen sie die in den USA. Wir nennen sie Samba-Busse. Eben umrüsten. Wir wissen, dass die VW Classics sogar einen Bausatz dafür anbieten. Und in diesem Fall geht es um das kalifornische EV West Unternehmen, was eben auch die Fahrzeuge entweder für euch umrüstet in Kalifornien oder auch jetzt Bausätze davon anbietet. Hier geht es auch darum, dass man gerade so ein Fahrzeug gewinnen kann. Leider nicht für uns in Europa. Schade, aber auch hier muss ich doch einfach sagen, diese beiden Fahrzeuge wieder auf der Straße voll elektrisch zu sehen, ist doch ein absoluter Traum. So, und zu guter Letzt, ich hatte noch mal davon gesprochen, es wird noch eine News geben zu einem nachhaltigen Unternehmen, was an die Börse gegangen ist. Wir haben von dem JB Straube, ehemaliger Mitgründer von Tesla, und dann ist er ja bei Tesla rausgegangen, hat dann Redwood Recycling gegründet. Das ist die Recycling, Batterie-Recycling-Firma, die neben der Gigafactory in Nevada ist. Und hat jetzt hier ein Startup QuantumScape oder QS gegründet, die auch bereits an dem Aktienmarkt handelbar sind. Und dieses Unternehmen wird ebenfalls auch von VW unterstützt. Und das ist dieser Zusammenschluss und diese Zusammenschlüsse, die wir vermehrt sehen werden, wo Automobil-OEMs sich dann an Firmen beteiligen, die vielleicht auch eines Tages komplett übernehmen, um hier das Thema Batterieforschung, Batterieentwicklung, Batterieproduktion, die Zeit, die sie verloren haben, aufzuholen, eben durch innovative und andere Gedankenanstöße. Also auch da. Ich, wie gesagt, gebe euch hier keine Empfehlung, dass ihr da euer Geld investieren müsst, aber ich halte das absolut für interessant und denke, dass das ein Erfolg oder eben auch ein Misserfolg werden könnte. Ja, der Joe Vendura schreibt, also dieser Mikrobus der VW, das sind 120.000 Euro, ist natürlich eine Stange Geld, aber ein Fahrzeug, was von 1966 kommt, was einerseits restauriert und zum anderen voll elektrifiziert wird. Da ist schon auch einige Arbeitsleistung drin. Klar ist das nicht gerade günstig. Ich weiß aber, oder beziehungsweise hat er auch davon gesprochen, bei diesen VW Classics Fahrzeugen, die beim eCannonball mitgefahren sind, die sind ja gerade daran, einen Bausatz für egal welche Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, um diese zu elektrifizieren. Und die werden in einem wesentlich kleineren Rahmen, einem kleinen fünfstelligen Rahmen, diese Bausätze mit Batterie und so weiter zum Verkauf anbieten. Also das ist ja auch nur der Beginn davon. So, damit bin ich diese Woche am Ende der Sendung angekommen. Sage vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn meine Anzeige hier stimmt, hatten wir in der höchsten Zeit 145 Zuschauer. Und haben 69 Likes. Ich sage vielen, vielen Dank dafür. Seid gerne weiterhin fleißig im Chat oder später dann in den Kommentaren. Die ganze Sendung gibt es wie üblich auch so ab 18, 19 Uhr als Podcast bei euren Kanälen oder da, wo er zu abonnieren ist. Einfach auch egal wo, nach Fair
oder nach dem Titel dieser Sendung suchen und dann könnt ihr euch das Ganze auch im Auto oder wo auch immer ihr Podcast hört, als Podcast anhören. Ansonsten bleibt gesund, genießt den ersten Advent und wir sehen uns spätestens in der nächsten Woche wieder und lesen uns bestimmt vorher irgendwo unter einem anderen Video. Bleibt fair, sagt euer André von Fair. Ciao.